Ich werde in dem Vortrag nur eine spezielle Theorie des Linkspopulismus, nämlich die von Chantal Mouffe und zum Teil auch Ernesto Laclau vorstellen. Ich werde jetzt, bevor ich in den eigentlichen Vortrag einsteige, erstmal kurz begründen, warum ich die Position von Laclau und Mouffe vortragen werde und warum ich mich damit beschäftige. Und dann seht ihr ja hier schon die Struktur des Vortrags. Im ersten Hauptteil will ich mich mit dem sozialtheoretischen Antiliberalismus von Mouffe und Laclau beschäftigen. Und ich nenne diese Theorie eine Sozialphilosophie des autoritär-masochistischen Charakters, wobei es sich hier um ein Genitivus, Subjektivus und Objektivus handelt, aber das werde ich noch begründen. Und im zweiten Teil wird es dann spezieller um die Populismus-Diagnose von Mouffe gehen, also um die Frage, wie sie den Aufstieg des Rechtspopulismus und des internationalen Terrors erklärt. Und das steht unter der Überschrift Dampfkessel und Ventile. Und das werde ich auch noch begründen, warum das so genannt wird. Genau, zunächst einmal, warum ich mich überhaupt mit Laclau und Mouffe beschäftige, weil deren Theorie doch eine sehr speziell akademische Angelegenheit erstmal zu sein scheint und mit vielen Neologismen und mit vielen schwierigen poststrukturalistischen und politphilosophischen Theorien arbeitet. Aber die beiden sind nun mal, das kann man erstmal so konstatieren, die populärsten Theoretikerinnen des Linkspopulismus der Zeit. Das heißt, es vergeht nicht nur keine Woche, wo nicht in überregionalen Tageszeitungen unter dem Aspekt Linkspopulismus auf Laclau und Mouffe verwiesen wird, sondern auch die linkspopulistischen Bewegungen selbst, also allen voran Syriza und Podemos, die beziehen sich explizit auf die beiden als ihre Vordenkerinnen und Vordenker. Es ist jetzt auch gerade auf Englisch ein Interviewband mit Chantal Mouffe und einem Vertreter von Podemos erschienen. Warum sind die beiden oder ist ihre Theorie so angesagt und so populär? Ich habe da einige Aspekte, die ich euch vorstellen will. Natürlich erstmal im akademischen Bereich. Der akademische Bereich hungert permanent nach Paradigmenwechseln und Neologismen und eben neuen Beschreibungen der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Und eine solche neue Beschreibung mit ganz vielen neuen Begrifflichkeiten bietet der sogenannte Postmarxismus, wie sie ihren eigenen Ansatz auch nennen. Auf der politischen Ebene gibt die Theorie von Laclau und Mouffe einer verunsicherten Linken angesichts des vermeintlichen oder realen Scheiterns bürgerlicher und sozialistischer Emanzipationsversprechen einen Ausdruck, ja, also das Bürgertum, der rationale, ökonomisch handelnde Akteur ist genauso gescheitert in seinem Versprechen des allgemeinen Wohlstands wie das Proletariat als Träger der kommunistischen Revolution. Und die beiden Zentralbegriffe, die Laclau und Mouffe anbieten, um dieses Scheitern zu erklären, sind Kontingenz und Intransparenz. Also Kontingenz heißt einfach erstmal nur, dass Dinge auch anders sein können, dass es keine Notwendigkeiten, keine Gesetzmäßigkeiten im Sozialen gibt. Darauf werde ich noch eingehen. Intransparenz, ja, das Gesellschaftliche ist prinzipiell undurchdringlich, ist nicht planbar, wenigstens nicht in einem emphatischen Sinne. Auf der anderen Seite sind diese Grundbegriffe der Kontingenz und der Intransparenz zugleich das Versprechen einer neuen politischen Handlungsfähigkeit. Die wird jetzt nicht mehr im Sinne eines Großsubjekts, das die Gesellschaft plant oder rational durchdringt, gedeutet, sondern wird gedeutet als, ja, in einem gewissen Sinne, ich spitze das jetzt zu, als ein hegemonietheoretisches Anything Goes, sodass sozusagen man mit dem richtigen diskursiven Zugang und mit den richtigen sozialen Bündnissen eine neue politische linke Hegemonie schaffen kann, vor allen Dingen gegen den Neoliberalismus. Also sozusagen auf einer mittleren Ebene, nicht im geschichtsphilosophischen Fortschrittsgang. Und ein dritter Punkt, der für die politische Linke besonders interessant ist, ist, dass vor allen Dingen Chantal Mouffe eine deutliche Kritik an der, wie Johannes Anjuli das schon Ende der 60er Jahre genannt hat, pluralen Version einer Einheitspartei formuliert, die letztendlich eine Art von neoliberaler Hegemonie nur noch verwaltet, Mitte links, Mitte rechts, aber alle sind im neoliberalen Rahmen situiert.
alle verstehen Politik nur noch als rationale Anwendung ökonomischer Sachzwänge und exekutieren ein neoliberales Programm. Und dagegen wendet sich Muff sehr deutlich. Und sie versucht zugleich, diese Hegemonie des Neoliberalismus und diese plurale Version einer Einheitspartei als hauptsächlichen Grund für das Aufkommen des Rechtspopulismus anzusetzen. Also darauf werde ich gleich im zweiten Teil vor allen Dingen eingehen. Also es ist sozusagen einerseits die erstmal völlig verständliche Kritik daran, dass nicht allzu viel läuft jenseits von neoliberalen Positionen. Und auf der anderen Seite soll das zugleich eine Erklärung für die Entstehung des Rechtspopulismus sein. Meine sehr steile und starke These wird sein, dass es sich hier bei der Theorie von Laclau und Muff um ein Querfrontprojekt handelt zwischen rechtsradikalen und linksliberalen oder linken Theoretikern. Das werde ich auch noch genauer begründen. Ich werde es nur vorab, warum Querfront? Die Querfront natürlich nicht auf einer institutionellen Ebene, die wollen nicht mit rechtsradikalen oder rechtspopulistischen Bewegungen zusammenarbeiten. Aber auf einer fundamentalen gesellschaftstheoretischen Ebene glaube ich, dass die Theorie von Laclau und Muff eine nahezu vollständige Überschneidung mit der rechtsradikalen Theorie des faschistischen Theoretikers Carl Schmitt aufweist. Und auch viele andere poststrukturalistische Quellen von Chantal Mouffe und Ernesto Laclau zeigen in die Richtung, dass es sich bei ihnen um eine irrationalistische Gesellschaftstheorie handelt, die in einer sogenannten essentialistischen, um ihre eigenen Begriffe zu verwenden, Massenpsychologie münden. Auch das wird alles noch genauer dargestellt werden. Daher ist die Wahl von Laclau und Mouffe eigentlich ganz glücklich als Gegenstand, weil Laclau und Muff sowohl auf der akademischen Ebene mustergültig allgemeine irrationalistische Positionen formulieren, die sozusagen durch das Einströmen poststrukturalistischer Dozentinnen und Dozenten in den Betrieben eine systematische Zerstörung der Vernunft betreiben. Und das wird in den nächsten Jahrzehnten noch schlimmer werden, glaube ich. Also sozusagen, man kann hier Laclau und Muff lesen als eine postmoderne Theorie und man kann sich mit diesem postmodernen Ansatz auseinandersetzen als einen irrationalistischen Ansatz. Und Laclau Muff stehen für eine zunehmende linkspopulistische Strömung oder einen Versuch, linkspopulistische Positionen im politischen Bereich zu artikulieren und haben sehr starke Überschneidungen mit linkspopulistischen Positionen, die nun überhaupt gar nicht poststrukturalistisch oder postmodern sind. Also vor allen Dingen der klassische Antiimperialismus, der auch marxistisch-leninistisch oder sonst wie begründet sein kann, passt zu 100% auf die Theorie von Laclau Muff. Darauf werde ich auch später noch eingehen. Also das ist jetzt erstmal eine kleine Provokation natürlich für alle, die da noch was dran finden an der Theorie. Ich werde aber versuchen, auch gute Gründe zu bringen, um das einzulösen, meine steile These. Gut, zunächst einmal zum sozialtheoretischen Antiliberalismus. Ihr könnt die PowerPoint-Folien auch ignorieren, ja, wenn euch das stört. Nur der Übersicht halber benutze ich das hier zwischendurch. Die Theorie von Laclau und Muff, ich bleibe jetzt erstmal bei Muff, ist ein sozialtheoretischer Antiliberalismus, weil der Hauptgegner, der Hauptfeind sozusagen, keineswegs der Rechtspopulismus ist, auch das müsste schon aufhorchen lassen, sondern der Hauptgegner der Theorie ist der Liberalismus. Muff spricht von einer Hegemonie des Liberalismus und meint damit nicht nur politische Hegemonie des Neoliberalismus, sondern sie meint vor allen Dingen eine gesellschaftstheoretische Hegemonie des Liberalismus, also eine Hegemonie des Liberalismus auf der Ebene der Beschreibung gesellschaftlicher Verhältnisse. Liberalismus ist für sie keineswegs bloß eine politische Strömung, die den freien Markt oder politische Freiheiten im engeren Sinne wie Meinungsfreiheit oder Ähnliches in den Vordergrund rückt, sondern Liberalismus, darunter fällt auch der Marxismus. Nur als kleine Nebenbemerkung, das ist genau die Frontlinie, die Carl Schmitt und die neue Rechte oder die alte Rechte in den 20er, 30er Jahren auch schon hatte. Liberalismus ist gleich Marxismus und bürgerlichen Positionen. Aber das ist erstmal nur eine oberflächliche Gemeinsamkeit. Was versteht Muff unter der Hegemonie des Liberalismus? Sie versteht oder sie spricht von einer Hegemonie des Liberalismus und Kosmopolitismus. Das
wird dann im zweiten Teil wichtig werden. Auf der Ebene der Beschreibung internationaler Beziehungen nennt sie diesen den Liberalismus Kosmopolitismus in Sprache von kosmopolitischen Illusionen. Was ist jetzt nun der Liberalismus? Der Liberalismus ist ein rationalistischer und individualistischer Ansatz in der Beschreibung gesellschaftlicher Verhältnisse, der kollektive Identitäten nicht anerkennen und der eine Konstruktion von kollektiven Ausgehen von Individuen und ihren Interessen betreibt. Ein dritter Punkt bei dem Begriff des Liberalismus ist der normative Gedanke, dass es zwar Pluralismus gibt, also unterschiedliche und auch zum Teil gegensätzliche Interessen, dass dieser Pluralismus aber rational koordinierbar sein soll. Die Hauptthese ist die, dass der Konflikt ein Mittel überhaupt ist im Liberalismus. Das heißt, der Konflikt im Liberalismus ist nicht, ich mach das mal lieber so, dann guckt ihr immer nur dahin. Der Konflikt im Liberalismus ist nicht Zweck oder nicht ein ewiges Phänomen, sondern der Konflikt ist ein Mittel, um den Konflikt zu überwinden in einer gewissen Hinsicht. So die Idee von Muff. Also Konflikte sind Mittel, und zwar sind Konflikte Mittel, um auf der ökonomischen Ebene Wohlstand durch Konkurrenz hervorzubringen und auf der politischen Ebene einen rationalen ethischen Konsens durch Deliberation, also durch Diskussion, durch einen rationalen herrschaftsfreien Diskurs, wie Habermas sagen würde, hervorzubringen. Das heißt, wir haben hier zwei Modelle des Liberalismus, ein aggregatives und ein deliberatives Modell. Das heißt, das eine versteht Gesellschaft und Kollektive als Aggregation von individuellen ökonomischen Interessen, die durch Konkurrenz den allgemeinen Wohlstand hervorbringen. Und das andere Modell versteht Kollektive als eine Kooperationsordnung, die durch rationale Diskussion und einen ethischen Konsens als Ergebnis gekennzeichnet ist. So, jetzt haben wir das. Also damit haben wir sozusagen ein ganz abstraktes Modell von Liberalismus. Vom Individuum die Gesellschaft begreifen und dann die ökonomische und die ethische Variante des Liberalismus. So, gegen dieses Modell setzt Muff und setzen Laclau und Muff ihren Begriff des Politischen. Und ich sage jetzt schon mal gleich, es gibt keine Begründung für dieses Modell. Dieses Modell wird begründungslos dogmatisch gesetzt. Ja, wenn mir jemand ein Argument zeigen kann, das in den Texten von Laclau Muff sozusagen um dieses politontologische Modell zu begründen, dann wäre ich wirklich dankbar, und das meine ich nicht ironisch. Dieses politontologisch-affektive Modell, wie ich es nenne, heißt deswegen politontologisch, weil die Theorie des Politischen eine Theorie ist, die alle menschlichen Verhältnisse, die das Sein, menschliche Sein generell bezeichnen soll. Man könnte es auch politanthropologisch nennen. Und affektiv ist es, weil hier die Affekte, die Leidenschaften der Menschen eine ganz besondere Rolle spielen. Darauf gehe ich noch genauer ein. Was sind die Kennzeichen dieses politontologischen Modells? Hier wird immer von dem Politischen gesprochen. Das Politische ist sozusagen dieses ontologische, alle menschlichen Gesellschaften begründende Geschehen, während die Politik eine Form der institutionellen Ordnung ist. Also was das Politische ist, erläutere ich gleich. Die Politik wäre so etwas wie das Parlament jetzt beispielsweise oder eine bestimmte institutionelle Ordnung. Aber das Politische ist etwas anderes. Das Politische besteht... Oh. Nee, da fehlt eins. Na gut, was soll's. Das Politische besteht zunächst in der These der Ewigkeit der Streitgründe. Das heißt, im Gegensatz zum Liberalismus, der sagt, der Streit ist ein Mittel oder eine Vermittlungsform für Konsens oder für Wohlstand, spricht Muff davon, dass Streit ursprünglich ist oder die primäre Existenzweise des Menschen ist. Also sie spricht auch davon, dass Konflikte nicht überwunden werden können oder die Konflikthaftigkeit menschlichen Seins, sondern dass die ewig sind. Sie spricht von der primären Realität des Streits im gesellschaftlichen Leben. Dabei schwankt ihr Ansatz, genauso wie der von Carl Schmitt, der
den ich gerade schon genannt habe, der faschistische Theoretiker, der genau das gleiche Modell hat, der sagt sozusagen, der Kampf ist das primäre, oder der Konflikt im Sinne von Kampf ist das primäre menschliche, politische Geschehen. Genauso wie Karl Schmidt schwanken Laclau und Muff zwischen einer deskriptiven und einer normativen Dimension dieser Beschreibung. Also einerseits wird behauptet, der Konflikt sei ewig und dann gibt es auch keinen Ausweg aus dem Konflikt. Wohlgemerkt der politische Konflikt zwischen Kollektiven, das werde ich gleich noch erläutern. Und andererseits fürchten und bekämpfen sie alle Positionen, die sagen, dass Konflikte überwunden werden können. Das ist auf dieser Ebene schon ein bisschen merkwürdig, weil man könnte sich ja zurücklehnen und sagen, ja Leute, ihr, die ihr Konflikte bekämpfen wollt, ihr habt sowieso keine Chance, weil ihr immer wieder Konflikte generiert. Aber da scheint es sozusagen eine Ambivalenz zu geben. Gut, das habe ich jetzt hier, das ist irgendwie verloren gegangen. Der zweite Punkt ist nicht nur die Ewigkeit, sondern vor allen Dingen die Nichtfixierbarkeit der Streitgründe. Auch diesen Punkt hat Muff von Karl Schmidt übernommen. Schmidt behauptet, das Politische sei sozusagen jetzt mal ganz abstrakt der Konflikt zwischen menschlichen Gruppen, der kein eigenes Sachgebiet hätte. Also das Politik sei eben nicht sozusagen das, was mit dem Gewaltmonopol des Staates zu tun hätte, oder muss es nicht notwendig sein, sondern das Politische kann aus verschiedensten Sachbereichen kommen, aus ästhetischen, ökonomischen und anderen Sachbereichen kommen oder moralischen. Das heißt, die Streitgründe sind nicht fixierbar. Die Gründe, warum Kollektive sich streiten oder Konflikte, warum es da Konflikte zwischen Kollektiven gibt, ist nicht durch irgendeine ökonomische oder gesellschaftstheoretische Begründung bestimmbar. Insofern sind die Streitgründe auf dieser Theorieebene unbestimmt. Der Begriff der Unbestimmtheit wird auch noch eine zentrale Rolle spielen. Ich werde da noch weiter drauf eingehen. Der letzte Punkt, die Konflikte können nicht rationalisiert werden. Das heißt, Konflikte haben, die Streitgründe sind nicht nur ewig und nicht fixierbar, also unbestimmt, sondern sie sind auch irrational, wie ich das jetzt nennen würde. Das heißt, der Begriff des Politischen bei Muff und Laclau bricht mit allen Vorstellungen ökonomisch oder moralisch vernünftiger Individuen. Das ist eine explizite Frontstellung gegen den liberalistischen Rationalismus, der von ökonomisch oder ethisch rationalen Individuen ausgeht und dadurch sozusagen irgendein Kriterium der Beilegbarkeit von Konflikten hat. Damit haben wir schon den Hauptteil des Begriffs des Politischen von Muff zusammen. Hier habe ich das mal in einer sehr einfachen Grafik dargestellt. Das Politische besteht in einer nicht rational entstandenen und ebenso wenig rational entscheidbaren Wir-Sie-Unterscheidung, und zwar einer konflikthaften. Und diese konflikthafte Wir-Sie-Unterscheidung, also Unterscheidung von Gruppen, von Freund und Feind oder von unserer Gruppe und dem Gegner, wenn man so will, kann zwei Formen annehmen. Die eine Form, das ist die klassische Form, die das theoretische Vorbild von Karl Schmidt annimmt, der geht davon aus, das Politische besteht im höchsten Intensitätsgrad einer Trennung und Verbindung von Menschengruppen und der höchste Intensitätsgrad einer Verbindung und Trennung von Menschengruppen ist, wenn eine Gruppe bereit ist, die andere Gruppe zu töten oder von ihr getötet zu werden. Also das Politische ist immer bezogen auf die Möglichkeit des Tötens und Getötetwerdens und zwar unter der Bedingung, dass der andere oder sie, also der Feind, unsere eigene Art Existenz negieren will. Das ist sozusagen die Idee von Schmidt. Muff sagt nun, das ist nur eine mögliche Form der Wir-Sie-Unterscheidung des Konflikts, nämlich der Antagonismus, wie sie das nennt. Also es wäre ein unversöhnlicher, nicht symbolisch austragbarer Konflikt, sondern ein Konflikt zwischen zwei Gruppen, wo die eine Gruppe die Mitglieder der anderen Gruppe töten will und umgekehrt. Im Hintergrund steht immer diese pseudodefensive Konzeption, wenn die unsere eigene Art Existenz gefährden, dann sind wir bereit zu töten oder getötet zu werden. Aber wie gesagt, in dieser Hinsicht will Muff Karl Schmidt etwas softer gestalten und etwas moderater gestalten. Sie sagt, das ist eine Möglichkeit, die besteht immer, dass Konflikte zu Antagonismen werden.
Die andere Möglichkeit einer konflikthaften Wir-Sie-Unterscheidung ist der Agonismus. Und der Agonismus ist eine Form des Konflikts, der zwar auch unversöhnlich ist, also da, das ist eine dogmatische Setzung, der ist nicht versöhnlich in allgemeinem Wohlstand durch bestimmte Wirtschaftspolitik oder in einem ethischen Konsens, aber ein unversöhnlicher Konflikt, der von einem gemeinsamen Band zusammengehalten wird. Einem gemeinsamen symbolischen Band, das sozusagen den Konflikt verhindert, zum Krieg zu werden. Ein weiterer Aspekt dieser agonistischen Idee, also ich werde gleich noch näher drauf eingehen, auf den Agonismus, ist die Idee, die ich schon gerade erwähnt habe, oder das Motiv, das ich gerade schon erwähnt habe. Muff will gegen diesen Sachzwangdiskurs der neoliberalen Hegemonie die Legitimität von starken Konflikten wieder deutlich machen. Also sozusagen die Idee, ich sage das jetzt mal so, dass auch ein linkskeynesianisches Projekt auch legitim ist und die Leute nicht einfach irrational sind, sondern eben eine andere Position vertreten, die legitim ist und gegen neoliberale, hegemoniale Projekte kämpfen kann. Das ist in der Tat auch mehr oder weniger ihre sehr, sehr linkssozialdemokratische, softe Idee, die dahinter steckt. Muff ist eher, sagen wir mal, die linksliberale, linkssozialdemokratische Denkerin, während Laclau wesentlich radikaler und unbestimmter ist in seinen politischen Optionen. Ich bleibe aber erstmal bei Muff. Ne? Dass Muff aber sozusagen diese agonistische, also gedämpfte Form des Konfliktes haben will, wird nicht wiederum begründet von ihr. Na, sie findet das offenbar nicht schön, wenn Menschen sich töten, aber es wird nicht begründet. Es gibt keine ethische Theorie, es gibt nichts, was da sozusagen irgendwie als Argument angeführt wird. Halten wir das aber erstmal fest, also sie will sozusagen legitime hegemoniale Kämpfe, also bestimmte Blöcke, die um die Macht im Staat kämpfen, um die Köpfe kämpfen, um eine bestimmte Etablierung einer bestimmten Kultur kämpfen. Und hier kann man sozusagen einen legitimen Kampf gegen eine Form von Politik ansetzen, die, hier ist ein Begriff von Laclau, eine Unterscheidung, die Laclau Institutionalismus nennt. Also Institutionalismus wäre sozusagen Reduktion von Politik auf Verwaltung von Sachzwängen. Das ist die Diagnose, dass das gerade geschieht in den westlichen Ländern. Es gibt nur eine Politik und die müssen wir verwalten. Es gibt keine legitimen, nennbaren Alternativen. Und hier wären sozusagen Differenzen nur möglich als Unterschiede besonderer Ansprüche, die klein gearbeitet und in den Diskurs aufgenommen werden. Auf der anderen Seite, und das ist dann die radikalere Theorie, die in den späteren Schriften vor allem bei Laclau zu finden ist, dass sozusagen die legitimen Konflikte zwischen hegemonialen Blöcken, also Linkskeynesianismus zum Beispiel gegen Neoliberalismus, dass hier eine, wie sie es nennen, Dichotomisierung des sozialen Raums stattfindet, das heißt eine starke Aufladung in Wir- und Sie-Gegensätze. Wir, und da komme ich dann gleich auch zum Volk, jetzt noch nicht, wir das Volk gegen die Eliten, die klassische populistische Unterscheidung, und wir das Volk, das sozusagen gleichgesetzt wird zum Beispiel mit einer keynesianischen oder linkskeynesianischen oder sonst wie Strategie, und die Eliten, die sozusagen das internationale Finanzkapital und den Neoliberalismus repräsentieren. Letztlich wird Politik im Sinne des Politischen, der Etablierung von Konflikten sogar gleichgesetzt mit Populismus. Also bei Laclau, er sagt, das Politische, wenn es Konflikt gibt, das ist Populismus. Alles andere ist nur Sachzwangverwaltung. Gut, kommen wir zu dieser Idee der Zähmung bei Muff. Die Idee ist also den Antagonismus, das heißt, dass große Kollektive sich gegenseitig in ihrer Existenz bedrohen, zu zähmen. Allerdings soll diese Zähmung weiterhin einen nicht rational entscheidbaren, leidenschaftlichen, als ewig und unlösbar begriffenen Konflikt moderieren. Also wie gesagt, das muss man immer mit bedenken. Hier geht es nicht um Versöhnung oder um ein rationales Argument, hier geht es sozusagen aber trotzdem um eine Entschärfung, das ist sozusagen die Idee. Die demokratische Form der Wir-Sie-Unterscheidung bei Muff wäre die,
dass wir uns alle dass wir alle von einem symbolischen gemeinsamen Band zusammengehalten werden, nämlich das Band Freiheit und Gleichheit für alle. Freiheit und Gleichheit für alle, das sind Signifikanten, also sind Bedeutungsträger in einem sprachlichen Zeichensystem, die nicht ganz klar oder die nicht klar definiert sind. Also weil ein Neoliberaler würde Freiheit und Gleichheit für alle ganz anders verstehen als eine Sozialistin zum Beispiel. Aber Muff würde sagen, solange wir akzeptieren, dass wir innerhalb dieses Bandes Freiheit und Gleichheit für alle kämpfen, um die Köpfe kämpfen, um die gesellschaftliche Macht kämpfen, haben wir eine agonale, das heißt nicht auf Krieg hinauslaufende, sondern einen symbolischen Kampf. Einen Kampf mit Worten, einen Kampf, der sozusagen nicht in den Krieg führt. Genau, bei Muff ist das zumindest in den Schriften Anfang der 2000er Jahre, ist dieser agonistische Kampf vor allen Dingen ein durch parlamentarische Verfahren geregelter symbolischer Kampf. Das ist aber für diesen Diskurs der radikalen Demokratie, wie er auch genannt wird, oder für diese postmarxistische Theorie nicht notwendig. Muff ist sozusagen die softeste, noch liberalste Theoretikerin von denen, während ganz viele andere Theoretiker, also wie Alain Badiou zum Beispiel oder auch Ernesto Laclau an vielen Stellen, keineswegs für parlamentarische Verfahren votieren. Das heißt, wie dieser Kampf ausgefochten wird, ist ebenfalls erstmal sehr offen bei dem. Ich bleibe erstmal bei der sozusagen softeren Variante beim Muff. Gut, also wir haben die Idee, dass menschliche Sein immer konflikthaft ist, dass es kollektive Konflikte sind und dass die Aufgabe einer demokratischen Form des Politischen ist, diese Konflikte nicht zum Töten und getötet werden, nicht zum Krieg, sondern zum symbolischen Kampf umzuarbeiten. An dieser Stelle ein kleiner Einschub und Probleme dieser agonistischen Strategie. Das erste Problem ist ein Problem, das ebenfalls ihr Vorbild Carl Schmitt schon hat bei seiner Idee des Politischen. Ich schiebe den immer nur so ein bisschen ein, weil wenn ich jetzt Schmitt erstmal referieren würde die ganze Zeit, dann kämen wir hier heute nicht mehr aus dem Haus. Er hat aber das gleiche Problem wie Chantal Mouffes Begriff des Agonismus. Bei Schmitt geht es beim Begriff des Politischen ja, wie gesagt, darum, dass der höchste Intensitätsgrad einer Trennung und Verbindung von Menschengruppen, also eine Existenz unter der Möglichkeit des Tötens und Getötetwerdens im Konflikt zwischen Gruppen, das Politische sein soll. Das heißt, das Politische ist immer auf die Möglichkeit des Krieges bezogen und eben der äußerste Intensitätsgrad. Also mehr als Töten geht nicht. Zugleich sagt Schmitt aber und votiert zumindest auf der Oberfläche seiner Theorie für eine Hegung des Krieges durch Kriegsrecht, also durch das Recht zum Krieg und durch das Recht im Krieg. Das heißt, dieser äußerste Intensitätsgrad und die Hegung der äußersten Intensität sollen zugleich realisiert werden bei Schmitt. Das ist etwas, was in seiner Theorie ein unlösbares Spannungsfeld erzeugt. Und genauso, ein bisschen heruntergekochten Ebene, haben wir das Problem bei der Idee des Agonismus bei Muff. Im Grunde genommen ist der Agonismus die Hegung des Antagonismus in Form parlamentarischer und symbolischer Verfahren. Wohlgemerkt, man muss sich daran erinnern, Gegner mit, ich zitiere, unversöhnlichen Standpunkten sollen sich dauerhaft erbittert bekämpfen. Zitat Ende. Gegner mit unversöhnlichen Standpunkten sollen sich dauerhaft erbittert bekämpfen und, Zitat, sich zugleich an einen gemeinsamen Regelkanon halten, nämlich an dieses und wiederum unbestimmte Band Freiheit und Gleichheit für alle. Das heißt, wir haben hier zumindest ein Spannungsverhältnis, ich würde sagen, eine Unvereinbarkeit von Intensität und Hegung. Wie soll man unversöhnliche Positionen haben und erbittert einander bekämpfen und gleichzeitig sich brav an Regeln halten, die auch noch unbestimmt sind. Diese Regeln sind relativ unbestimmt, weil was heißt Freiheit und Gleichheit für alle? Ich gehe jetzt nicht darauf ein, dass auch Islamisten diesem Satz Freiheit und Gleichheit für alle zustimmen können. Das können wir in der Diskussion vielleicht bringen. Also das ist eine sehr problematische und sehr vage Theorie und eben ein starkes Spannungsverhältnis. Das wird uns gleich nochmal beschäftigen, dieses Spannungsverhältnis.
sowohl auf binnengesellschaftlicher als auch auf internationaler Ebene. Das Zweite habe ich jetzt schon genannt, die Inhaltslehre des gemeinsamen Bandes Freiheit und Gleichheit für alle, oder ja, weitgehende Inhaltslehre. Ein dritter Punkt, meines Erachtens ist gar nichts gewonnen mit der Theorie des Agonismus im Gegensatz zu Schmidts Theorie, weil die Antagonismen, also die, wie Muff sich ausdrückt, die zum Konzept gehörende Trennlinie zwischen denen, die diese Werte, Freiheit und Gleichheit für alle, offen ablehnen und denen, die sie akzeptieren, aber für widerstreitende Interpretationen kämpfen, hebt den Antagonismus ja nicht auf. Also sie sagt es ja gerade selbst. Also es gibt die einen, die akzeptieren das soziale gemeinsame Band, Freiheit und Gleichheit für alle, und dann gibt es aber auch welche, die akzeptieren das nicht. Und damit haben wir den Antagonismus wieder. Nämlich, wir haben eine Gruppe, ein Kollektiv, das unsere Art Existenz, die durch die Zustimmung des gemeinsamen, zum gemeinsamen Band Freiheit und Gleichheit für alle charakterisiert ist, negieren will. Ich mache mal jetzt zwei ganz einfache, plakative Beispiele auf. Nehmen wir die klassische kalte Kriegskonstellation, der kapitalistische Westen und der Kommunismus, und nehmen wir eine heutige Konstellation der Westen und der Islamismus. Da hätten wir jetzt genau dieses antagonistische Band wieder. Das heißt, was Muff suggeriert, dass man Schmidts Theorie des Politischen im Grunde genommen softer gestalten kann, indem man vom Antagonismus zum Agonismus übergeht, ist eigentlich ein Trick, weil der Antagonismus wird dadurch gleichzeitig wieder reproduziert. Da muss man im Grunde genommen Schmidt gegen die Links-Schmidtianerin Muff eigentlich mal ins Feld führen. Also auch hier haben wir ein Problem, was ist damit eigentlich gewonnen mit dieser Theorie? Die Antagonismen bleiben. Sie sind nur sozusagen auf andere Akteure verschoben. Und Schmidt wäre hier vollständig einverstanden mit diesen Akteuren. Hauptsache, es gibt eine Gruppe, die die eigene Art Existenz der anderen negiert. Und das kann man ja beim Islamismus ganz klar sagen. Der negiert unsere eigene Art Existenz, wie auch immer die genau bestimmt sein. Oder beim Kommunismus und Kapitalismus. Gut, also hier haben wir schon ein paar Probleme. Ich gehe jetzt aber über zum Begriff des Kollektivs, und das führt mich dahin, warum ich diese Theorie eine Sozialphilosophie des autoritär masochistischen Charakters nenne. Ja, die Bildung politischer Kollektive ist, ich zitiere mal Laclau und Muff, affektiv, kontingent, assoziativ, performativ und relational. Was bedeutet das? Affektiv. Ich hatte es schon erwähnt, dass diese Theorie eine irrationalistische Sozialtheorie ist, und Muff spricht es ja auch ganz klar aus. Sie will nicht mit rationalen, ökonomischen oder ethischen Akteuren hantieren, und es geht hier um ewige und unversöhnliche Konflikte. Das heißt, er kann auch nicht das bessere Argument, irgendeine Lösung herbeiführen. Das heißt, wir haben eine Ewigkeit der Konflikte, wir haben Konflikte zwischen wir und sie, zwischen Kollektiven. Und wie bilden sich jetzt aber diese Kollektive? Das ist die Frage. Und die Frage beantwortet sie so, dass sie jetzt am Beispiel des parlamentarischen Verfahrens sagt, dass in einem parlamentarischen Verfahren die, Zitat, affektiven Kräfte, die am Ursprung der kollektiven Form von Identifikation stehen, sublimiert werden. Also nochmal, also die affektiven Kräfte, die am Ursprung der kollektiven Form von Identifikation stehen, sollen sublimiert werden. Also, ich würde das die politische Libido nennen, die wird sozusagen jetzt sublimiert und kleingearbeitet und in eine symbolische Form der Ausagierung gebracht. Beim parlamentarischen Verfahren ganz klar, ne? Also die eine Gruppe steht im Konflikt mit der anderen Gruppe. Die eine Gruppe erreicht 51%, die andere 49%, damit ist die eine Gruppe überstimmt und der Konflikt ist vorübergehend gelöst, wenn auch sozusagen nicht wirklich, weil man hat ja immer noch, man stimmt ja immer noch nicht mit den 51% überein. Muff sagt, der Gegner gibt sich einfach geschlagen, der ist jetzt nicht überzeugt. Sie spricht hier aber nicht nur vom parlamentarischen Verfahren, sondern das ist für sie das Modell prinzipieller, symbolisch
symbolisch kleingearbeiteter Konflikte. Sie sagt ja, prinzipiell sind Konflikte nicht durch ein besseres Argument oder allgemeinen Wohlstand gelöst. Wie werden Konflikte gelöst? Eben, dass man nicht einfach geschlagen gibt oder dass man die Position des Gegners annimmt. Und das wird nicht durch Überzeugung, sondern durch Überredung gemacht. Oder es handelt sich nicht um einen Prozess rationaler Überzeugung, Zitat, sondern um eine Konversion. Ich konvertiere. Dieses religiöse Motiv ist nicht umsonst genommen, weil beim religiösen Konvertieren geht es auch nicht darum, dass ich die katholische Form der Liturgie für die rational angemessenere halte, sondern das ergreift mich emotional. Das heißt, der Sprung in den Glauben, der irrationale, nicht weiter begründbare Sprung in den Glauben ist tatsächlich das politexistenzialistische Grundmotiv für die Übernahme einer anderen politischen Konzeption. Und, ich habe das Stichwort genannt, Politexistenzialismus. Sämtliche Motive dieser Theorie von Laclau und Mouffe stammen aus dem klassischen Existenzialismus des 20. Jahrhunderts, der von Karl Schmitt und anderen Theoretikern in eine politisch-kollektive Form umgearbeitet wird. Gut, also der Agonismus sublimiert die affektiven Kräfte und die stehen am Ursprung der kollektiven Form von Identifikation. Nur ein Punkt noch zu diesem Konvertieren. Man muss ganz klar sagen, dass in dieser Theorie des politischen Vernunft ein bloßer, ich zitiere Mouffe, Schleier ist vor der eigentlich partikularen, irrationalen und gewaltbegründeten Wirklichkeit. Da übernimmt sie Motive von Michel Foucault und anderen strukturalistischen Theoretikern, die die Aussagen, die einen Wahrheitsanspruch formulieren, als machtbasierte Wahrheitsregime deuten. Das heißt, am Grunde von Aussagen, die einen Geltungsanspruch auf Wahrheit formulieren, stehen gewaltbegründete Ausschlüsse von Dingen, die man nicht sagen darf. Oder Dingen, die man sagen darf. Oder von den Leuten, die irrational sind. Oder den Leuten, die rational sind. Mit diesem Machtbegriff, der sich auf die Realisierung der einen und den Ausschluss der anderen Möglichkeiten darauf reduziert, wird natürlich auch die Unterscheidung von Macht in diesem Sinne und Herrschaft letztendlich überflüssig oder auch gar nicht mehr möglich. Und vor allen Dingen gibt es kein Abgrenzungskriterium von rationalen und irrationalen Begrenzungen des Sagbaren mehr. Das Ausgrenzen und das Exkludieren von Sagbaren begründet Geltungsanspruch auf Wahrheit und es gibt keine weitere Qualifikation, ob das denn jetzt berechtigt ist, zu sagen, dass das Unsinn ist oder dass das rational ist. Damit haben wir hier letztendlich, was auch die Vertreter dieser Position, wie Oliver Marchardt, der sozusagen der Hofberichterstatter dieses Links-Schmittianismus ist, der das auch tatsächlich eine politische Ontologie, der eine allgemeine Macht-, Gewalt- und Konflikttheorie der Bedeutungsproduktion. Da könnte man weit zurückgehen in die Geschichte des 19. Jahrhunderts. Man findet es schon bei Nietzsche, der letztendlich Erkenntnis in Fiktion auflöst und alle Erkenntnis in lebensdienliche oder lebensfeindliche Fiktion auflöst. Da hat er sogar noch ein normatives Kriterium. Also da könnte ich jetzt viel drüber sagen. Ich lasse es erstmal offen. Wenn ihr euch für diese postmoderne oder Kritik an postmodernen Aspekt der Theorie interessiert, können wir das in der Diskussion vielleicht nochmal ausführen. Also dass man konvertiert und nicht überzeugt wird, ist nicht einfach nur eine Beschreibung faktischer parlamentarischer Verfahren, sondern eine allgemeine Auffassung davon, dass Wahrheit eigentlich nicht mehr existiert. Wir haben sozusagen so eine Art Diskurssozialdarwinismus. Die sich hegemonial durchsetzen mit der größeren Macht, die sind dann auch der Wahrheitsdiskurs, das Wahrheitsregime. Jetzt könnte ich natürlich fragen, ob diese Aussage darüber auch nur ein Wahrheitsregime ist und damit auch nur sozusagen die sind, die sich mit der größten Gewalt durchgesetzt haben und damit das Ganze hier einfach nur sozusagen Gewalt mit Gewalt erklärt ist. Aber das lasse ich einfach erstmal offen. Was mich interessiert, ist die Bildung politischer Kollektive. Die affektiven Kräfte, die am Ursprung aller kollektiven Formen von Identifikation stehen, führt Mouffe zurück auf den, Zitat, das ist das dritte da unten, Trieb, der den Wunsch der Menschen erweckt, mit der Masse zu verschmelzen und sich dabei selbst in ihr zu verlieren. Das ist die Grundlage politischer Kollektive. Das heißt, es sind nicht ökonomische Interessen,
die in irgendeiner Form der Auseinandersetzung des Menschen mit der Natur und mit Menschen unter bestimmten historischen Bedingungen situiert sind. Es sind auch nicht ethische Kriterien, sondern es ist ein allgemeiner menschlicher Trieb, mit der Masse zu verschmelzen und sich in ihr zu verlieren. Wohlgemerkt, man muss das genau lesen, sich in ihr zu verlieren. Das heißt, es geht hier prinzipiell um ein autoritär masochistisches Strukturmoment. Ich benutze diesen Begriff von Erich Fromm, der das beschrieben hat, um kritisch darzustellen, wie Menschen sich versuchen, ihre Individualität durchzustreichen und mit faschistischen oder autoritären Bewegungen sich diesen unterzuordnen. Bei Muff wird dieser Trieb ohne jede Begründung, also noch nicht mal irgendeine psychologische Begründung oder irgendetwas gesetzt. Das müssen wir schlucken in dieser Trieb. Es wird nicht gesagt, dass das ein Trieb sei, der unter bestimmten historischen Bedingungen entsteht, wie in der kritischen Theorie, die sagt, das ist sozusagen eine Form der emotionalen Bearbeitung gesellschaftlicher Ohnmacht, wo die Menschen vor ihrer als Prekarität erfahrenen Individualität in autoritäre Kollektive flüchten. Nein, das ist sozusagen die nicht weiter erklärbare Grundlage der Entstehung von Kollektiven. Wohlgemerkt, diese Dimension soll dann auch noch emotionale Gratifikationen für die Individuen hervorbringen. Zitat, um politisch zu handeln, müssen Menschen sich mit einer kollektiven Identität identifizieren können, die ihnen eine aufwertende Vorstellung ihrer selbst anbietet. Wohlgemerkt, immer im Gegensatz zum Sie. Also es geht nicht darum, ja, dass politisches Handeln was Euphorisierendes hat, sondern eine aufwertende Vorstellung im Gegensatz zu einem Sie. Wir, die nicht Sie sind. Sonst wäre es keine politische Form der Kollektivität. Ja, das bedeutet die Alternativlosigkeit dessen, was in diesem Diskurs heutzutage Affektpolitik genannt wird. Also es gibt da linke und rechte Affektpolitik. Es gibt aber nicht mehr die Idee der Emanzipation von diesen autoritär masochistischen Affekten durch gute Gründe, durch rationale Argumente oder ähnliches. Ich habe hier zwei Zitate gebracht, ein linkspopulistisches und ein rechtspopulistisches Zitat. Das eine stammt von Newt Gingrich, dem US-Rechtspopulisten. Das ist seine Antwort auf den Hinweis, dass die Statistiken einen kontinuierlichen Rückgang von Gewaltverbrechen in den USA belegen. Und er antwortet, as a politician, I go with what people feel and I let you go with the theoreticians. Ja? Also, es geht um sozusagen die Affektbasis. Und das zweite Zitat ist von Sarah Wagenknecht, Antwort auf den Hinweis, dass ihr Begriff des von kriminellen Flüchtlingen missbrauchten Gastrechts juristisch falsch sei, aber die große Mehrheit empfindet das trotzdem so. Das ist sozusagen nur kleine Illustration dessen, was Affektpolitik im gegenwärtigen Populismus bedeutet. Da könnte man noch viel anderes bringen. Das ist die Modetheorie gerade in der politischen Philosophie. Da werden Sammelbände und Tagungen und so zu gemacht zur Affektpolitik. Gut. Ich gehe weiter, weil die Zeit drängt. Wie werden jetzt die politischen Kollektive zu bestimmten politischen Kollektiven gemacht? Was wir bisher ja wissen ist, das Politische ist die Unterscheidung von wir und sie, von kollektiven wir und sie. Wir wissen jetzt auch, dass diese Unterscheidung von kollektiven und die Bildung von Kollektiven durch diesen autoritär-masochistischen Trieb, sich in der Masse zu verlieren und da mit der Masse zu verschmelzen, hervorgebracht wird. Und jetzt stellt sich aber die Frage, ja, wie begründen sich jetzt bestimmte Kollektive? Ne? Also zum Beispiel die populistischen Kollektive. Wir, das Volk, gegen die Eliten der internationalen Hoffinanz. Wieso dieses Kollektiv? Oder wieso das Kollektiv, wir, die deutschen Arier gegen die Juden. Also sozusagen, warum wird jetzt sozusagen, wie werden jetzt bestimmte Kollektive begründet? Und das erklären Laclau und Muff, also erklären in Anführungsstrichen, weil in dieser Theorie wird nichts erklärt, weil hier sozusagen alles indeterminiert und kontingent ist. Ja. Sie sprechen übrigens auch explizit von der Grundlosigkeit des Sozialen, da kriege ich am Rande Zeichen. Welcher Mechanismus ist das, der bestimmte Gruppen hervorbringt? Das ist die Bildung von Äquivalenzketten. Diese Äquivalenzketten geben den kollektivistischen Affekten eine gewisse Kontur. Genau. Ein Beispiel für Äquivalenzketten, also das Zitat in
in Anführungsstrichen stammt von Laclau selbst. Die Arbeiterklasse, die Bauernschaft, das Kleinbürgertum, fortschrittliche Fraktion der nationalen Bourgeoisie. Oder eins darunter das Zitat von Martin Schulz, Menschen, die mit harter Arbeit ihr Geld verdienen. Das wäre auch eine Möglichkeit, das so zu nennen. Gleich Volk. Das ist eine Äquivalenzkette. Und diese Äquivalenzkette ist kontingent und performativ. Und was soll das bedeuten? Das heißt, sie ist kontingent, weil sie nicht durch bestimmte ökonomische oder auch völkische Blut und Boden oder sonstige Determinanten hervorgebracht ist. Also diese Gemeinsamkeit, also diese Gleichsetzung, man könnte auch immer ein Gleich dahinter setzen. Die Arbeiterklasse gleich die Bauernschaft, gleich das Kleinbürgertum, gleich fortschrittliche Fraktionen der nationalen Bourgeoisie. Dieses Gleichheitszeichen ist politisch konstruiert. Sie sprechen von einem performativen Charakter. Was heißt performativer Charakter? Ein performativer Akt ist ein Akt, der durch das Aussprechen einer Tatsache die Tatsache hervorbringt. Also wenn ich jetzt sage, ich ernenne Sie zum Bundeskanzler, dann ist das ein performativer Akt. Man müsste natürlich noch sehen, dass dahinter noch institutionelle Bedingungen stecken, die es andere Leute glauben lassen, dass ich jemanden zum Bundeskanzler ernenne. Aber das wäre so ein Beispiel. Oder ich verspreche dir. Das ist auch ein performativer Akt. Ich spreche über etwas und indem ich das tue, realisiere ich genau das, worüber ich spreche. Also performativer Charakter. Diese Gleichheit oder diese Einheit dieses Kollektivs, das wir da jetzt haben, ist, Zitat, nichts Gegebenes. Sie ist ein Projekt, das politisch aufgebaut werden muss. Die Verbindung der Elemente bedeutet, nochmal Zitat, dass die Einheit zwischen den Akteuren einer Äquivalenzkette nicht der Ausdruck eines gemeinsam zugrunde liegenden Wesens ist, sondern das Resultat politischer Konstruktion und politischen Kampfes. Das ist der vielbeschworene Anti-Essentialismus. Also Anti-Essentialismus bedeutet, dass die Gleichheit, das Gleichheitszeichen zwischen diesen sozialen Gruppen, dass da nicht dahinter noch eine essentielle, also wesenhafte Gemeinsamkeit steckt, die es erlaubt, diese Gleichheit zu begründen, sondern das Gleichheitszeichen ist durch das Behaupten des Gleichheitszeichens gesetzt. Und damit haben wir dieses Bündnis geschmiedet, indem wir ein Bündnis behaupten. Das glaubt ihr mir nicht, ich werde es aber gleich noch durch einzelne Zitate belegen. Dieser Kampf, nur um diese Äquivalenzkette noch weiter zu erläutern, dieser Kampf, sagen Laclau und Mouffe, ruft ein allgemeines Äquivalent hervor. Ja, also wenn ihr an Marx zurückdenkt, ja, es gibt das allgemeine Äquivalent des Geldes, das ist gegen alle anderen Waren austauschbar und mit denen gleichsetzbar. Und wir können jetzt auf die eine Seite schreiben, Arbeiterklasse, Bauernschaft, Kleinbürgertum, fortschrittliche Fraktion der nationalen Bourgeoisie, gleich Volk. Und das Volk ist jetzt das allgemeine Äquivalent dieser Äquivalenzkette, um das herum sich diese Kette überhaupt erst konstituiert. Man kann auch Nation sagen, da schwanken Laclau und Mouffe ständig hin und her zwischen Volk und Nation. Es kann aber auch, Zitat Laclau, ein bloßer Name sein, das allgemeine Äquivalent, häufig der eines Führers. Also Perron, Hitler, Schulz. Ja, ich will ihn nicht gleichsetzen, ne? Sondern das sind nur Beispiele für populistische allgemeine Äquivalente. In dem Namen Schulz, damit ist nicht nur die Person gemeint, sondern damit ist gemeint ein Bündnis. Schulz ist das Volk. Perron ist das Volk. Ja, wie gesagt, das sind nur Beispiele und die sollen nicht bedeuten, dass diese Leute hier gleichsetzbar sein, sondern nur Beispiele für allgemeine Äquivalente in populistischen Äquivalenzketten. Ein wichtiger Punkt ist diese Formulierung von Laclau, das kann auch ein bloßer Name sein. Für Laclau und Mouffe ist Schulz oder Perron, um mal den Hitler rauszulassen, ein bloßer Name. Ja? Ich werde noch darauf eingehen, dass das aber auf der anderen Seite soll dieser bloße Name Affekte mobilisieren und bündeln, ja, die politische Linie bündeln. Da sollen Leute leidenschaftlich in den Kampf ziehen gegen die Eliten im Namen von Perron oder im Namen von Trump oder im Namen, was auch immer, wie die populistischen Akteure gerade heißen, bei allen Unterschieden.
Das heißt, auf der einen Seite steht der Theoretiker Laclau und die Theoretikerin Mouffe, die sagen, es ist ein bloßer Name. Wir sind ja sozusagen anti-essentialistische Poststrukturalisten und wissen, da ist gar kein Wesen drin, ne? das ist kein höheres Wesen und da steckt auch nichts Gemeinsames dahinter, nicht Blut und Boden oder sonst was. Auf der anderen Seite sollen die Menschen leidenschaftlich für einen bloßen Namen kämpfen. Das ist schon hier das Schicksal des Linkspopulismus poststrukturalistischer Art, das kann ich jetzt schon mal andeuten. Die andere Seite der Äquivalenzkette muss es natürlich auch geben, weil es muss ja einen Sie geben, gegen das Wir mobilisiert und konturiert wird, weil diese Bildung von Kollektiven ist ja affektiv, kontingent, performativ und relational, also nur im Entgegenstehen zum Gegner möglich. Und dass Sie, das ist jetzt ein Zitat von Mouffe, dass Sie wären heutzutage transnationales Kapital und die Banken. Man kann auch von der korrupten politischen Klasse sprechen oder wie Martin Schulz, Menschen, die nur ihr Geld für sich arbeiten lassen. Die Eliten. Und damit haben wir die klassische populistische Gegenüberstellung des Volk und die Eliten, wie auch immer die inhaltlich benannt und gefüllt werden. Das wäre sozusagen die Anti-Establishment-Attitüde, Attitüde, wie Müller das nennt. Und hier haben wir sozusagen die klassische populistische Äquivalenzkette. Man kann auf dieser anderen Seite der Äquivalenzkette kann man natürlich auch wieder eine Gleichsetzung von verschiedenen Akteuren machen. Ne, die politische Kaste, das transnationale Kapital, die Couponabschneider, die Juden, was auch immer. Also das ist auch austauschbar. Das ist sozusagen, können verschiedene Arten von Populismen verschiedene Äquivalenzketten hervorbringen. Gut. Also nochmal, dieser Populismus soll in der Idee von Laclau-Mouffe ein anti-essentialistischer Populismus sein. Das heißt, diese zu verknüpfenden Identitäten sind eben kontingent und diskursiv konstruiert, nicht notwendig und objektiv bestimmt. Also weder durch ökonomische Interessen ist der Volksbegriff bestimmt und dieses Gleichheitszeichen. Man könnte auch fragen, man könnte natürlich sogar zu berechtigt fragen, welche gemeinsamen Interessen hat das Proletariat mit bestimmten Fraktionen der Bourgeoisie. Zu bestimmten historischen Zeitpunkten könnte man da durchaus was finden. Ja. Meist wird man da wahrscheinlich wenig finden, also das ist sozusagen, müsste man sich genauer angucken, aber soll nicht durch objektive ökonomische Interessen, auch nicht durch Blut und Boden bestimmt sein. Also dieser Volksbegriff im anti-essentialistischen Populismus ist eben nicht nochmal in etwas anderem begründet, in etwas anderem als einer diskursiven Konstruktion, die behauptet, dass es eine Einheit gibt. Ja, auf der philosophischen Ebene würde man das eine nominalistische Theorie nennen oder die letztlich im Fiktionalismus nennt. Indem ich behaupte, dass es eine Einheit gibt, gibt es sie. Alle Erkenntnis ist ohnehin Fiktion und ein bloßes Als-Ob. Und genau mit diesem philosophischen Motiv gehen Laclau und Mouffe jetzt nun an die Bildung von Klassenbündnissen oder politischen Kollektiven ran. Gut, die Einheit, habe ich gesagt, der Idee ist als Folgesresultat des performativen Aktes der politischen Konstruktion. Und Politik ist letztendlich das Spiel hegemonialer Bündnisse im Kampf um die offene Bedeutung von Volk und Nation. Ich erwähne nur, dass Laclau diese Position schon in den 70er Jahren formuliert hat, indem er einfach an Ferdinand de Saussure, den Schweizer Sprachtheoretiker, anknüpft und sagt, naja, dass die Bedeutung des Wortes Stuhl ist eben nicht durch den Stuhl, auf den er referiert, bedingt. Das Wort Stuhl hat nichts Stuhlhaftes. Daher kann ich das Wort Stuhl beliebig mit Inhalt füllen. Genauso, sagt Laclau, kann ich das Wort Nation mit beliebigen Inhalten füllen. Ich muss nur den richtigen diskursiven Kniff und die richtigen politischen Kämpfe führen. Ich erwähne das nur, das können wir vielleicht in der Diskussion ausführen, dass Laclau tatsächlich auch die These vertritt, dass das Wort Antisemitismus progressiv und links besetzbar sei. Auch das ist eine Theorie. Es ist sehr konsequent, wenn man ganz abstrakte linguistische Theorien auf die politische Wirklichkeit unvermittelt anwendet. Das machen Laclau und Mouffe. Gut, aber das nur als Randbemerkung. So, ach, das ist scheiße. Gut. So, ich versuche jetzt mal schnell gleich zum zweiten Teil zu kommen, habe aber noch eine Kritik an dem ersten Teil. Also,
die Probleme des anti-essentialistischen Populismus. Ich will das versuchen, möglichst knapp zu halten. Wie gesagt, in der Diskussion können wir gerne diese postmodernen, poststrukturalistischen Konsequenzen weiter diskutieren. Eigentlich liegt mir daran sehr viel, weil eben im akademischen Bereich, in dem ich mich bewege, gerade eine systematische Zerstörung der Vernunft betrieben wird und ganz viele Dozentinnen und Dozenten auf solche Sprachtheorien, auf solche strukturalistischen Theorien sich kaprizieren, die sich anti-essentialistisch nennen und meines Erachtens zur Aufgabe jeder Form von Erkenntnis führen. Aber diese steile These überlasse ich dann der Diskussion vielleicht. Also, um jetzt wieder auf die Theorie hier zurückzukommen. Wenn der Populismus anti-essentialistisch sein soll, das heißt, um es mal platt zu sagen, das, was der Diskurs draus macht, das ist auch der Gegenstand. Es gibt nicht noch ein nicht durch den Diskurs konstruiertes Wesen hinter dem Diskurs, der sozusagen die diskursive Konstruktion begrenzt oder bestimmt. Wenn dieser anti-essentialistische Populismus Sinn machen soll, dann muss er meines Erachtens entweder doch Grenzen haben, das heißt, es muss vor dieser äquivalentiellen Gleichsetzung, Proletariat gleich Kleinbürgertum gleich, erinnert euch, muss es vor dieser äquivalentiellen Gleichsetzung bestimmbare objektive Interessenstrukturen ökonomischer Art geben, die sich unterscheiden einerseits, weil sonst wäre es sinnlos, von einem Bündnis verschiedener Identitäten zu sprechen, und andererseits müssen diese Identitäten ein objektives und nicht wiederum diskursiv konstruiertes Minimum an gemeinsamen Interessen aufweisen, also sozusagen den kleinsten gemeinsamen Nenner aufweisen, damit dieses Gleichheitszeichen auch möglich ist. Sonst, meines Erachtens, fliegt diese Kette nach der ersten politischen Aktion auseinander. Wenn aber diese Identitäten, Proletariat, Kleinbürgertum und so weiter, gleich folgt, wenn die unabhängig von dem performativen Akt der diskursiven Gleichsetzung bestimmbare objektive Interessen haben, differente Art und überschneidende Art, dann haben sie auch ein gemeinsames Wesen und der ganze Anti-Essentialismus ist falsch. Es gibt dann ein gemeinsames Wesen. Und zwar ein gemeinsames Wesen einer Klasse jenseits dessen, was die Klasse gerade tut und hegemonial kämpft. Während der Anti-Essentialismus behauptet, eine Klasse ist immer nur das, was sie gerade tut und denkt, wenn auch kollektiv. Meine These ist nein, eine Klasse ist mehr als das, was sie gerade tut und kollektiv denkt und kämpft. Natürlich ist uns allen das nicht sympathisch und es ist auch ein totaler Nonsens, dass es so etwas gäbe wie ein Blut- und Bodenwesen, ja, und daraus zieht natürlich dieser Anti-Essentialismus seine Berechtigung und seine Sympathie, aber er geht viel weiter. Er will alle Formen von nicht diskursiv konstruierten, hegemonial konstruierten, bestimmenden Eigenschaften negieren. Also wenn es Grenzen gibt, dann ist auch dieser Anti-Essentialismus trotzdem wiederum ein Essentialismus. Wenn man jetzt diesen Punkt, ich werde diesen Punkt nur noch mit einem Aspekt erläutern, damit euch die Radikalität dieses Denkens klar wird, ne? Lacra und Mouffe versuchen schon in ihrem Hauptwerk Hegemonie und radikale Demokratie von 1985 völlig zu Recht ökonomistische Theorien politischer Akteure zu kritisieren. Also sie gehen durch die ganze Geschichte des traditionellen Marxismus durch und ihre Grundthese ist die, wenn wir gemeinsame ökonomische Interessen haben als Proletarierinnen und Proletarier, dann führt das noch lange nicht dazu, dass wir eine kollektive politische Aktion machen. Das ist eine völlig berechtigte Kritik, wie ich finde. Die gemeinsamen ökonomischen Interessen übersetzen sich nicht in direkte gemeinsame politische Aktionen und erst recht nicht, wie der traditionelle Marxismus meist meinte, in revolutionäre Aktionen oder revolutionäres Bewusstsein. Das ist sozusagen der Hintergrund der Kritik. Aber sie gehen noch weiter. Sie sagen jetzt nicht nur, dass die Einheit als kollektiver politischer Akteur der Klasse, also dass die dann wirklich kämpft als sichtbare Akteur in Form von sozialen Bewegungen, Parteien oder sonst was, dass die diskursiv konstruiert ist und durch Willensakte und politische Willensbildungsprozesse, sondern dass auch das, was da ökonomisch sich dann zu einer politischen Kollektivität verbindet, ebenfalls nur diskursiv und durch Willensbildungsprozesse
konstruiert ist. Das heißt, um jetzt mal das Beispiel der Äquivalenzkette aufzunehmen, nicht nur die Einheit, das Volk, gleich Proletariat, Bourgeoisie, Kleinbürgertum, bla bla bla, sondern auch noch die Elemente dieser Einheit, Proletariat, Kleinbürgertum, Bourgeoisie, fortschrittliche Fraktionen und so weiter, sind selber wiederum diskursiv konstruiert. Sie beziehen sich auf einen protofaschistischen Theoretiker aus dem syndikalistischen Kontext, nämlich Georges Sorel, dessen Hauptwerk Über die Gewalt 1907 erschien und der wesentliche Stichwortgeber für Benito Mussolini war. Dieser Georges Sorel knüpft genau an diesen Punkt an und sagt, also ihr Deterministen der Zweiten Internationale, ihr sagt, also wenn auf der einen Seite das ökonomische Interesse ist, dann kommt auf der anderen Seite die Revolution. Das stimmt aber nicht. Wie lassen sich Leute zu kollektiven, unversöhnlichen Kampf gegen die Bourgeoisie motivieren? Sie lassen sich nicht motivieren dadurch, dass sie 3,50 oder 3,50 Mark oder 3,50 mehr Kindergeld bekommen. Das ist natürlich auch schon wieder sehr suggestiv. Sondern sie lassen sich durch Mythen zum Kampf motivieren. Was sind Mythen? Mythen sind sind irrationale Wollungen, Zitat Sorel, sind irrationale Wollungen, die sich in Gestalt von Schlachtbildern zum bedingungslosen Kampf motivieren. Bei ihm ist zunächst einmal der Mythos der Generalstreik. Der soll sozusagen zum unversöhnlichen Kampf des Proletariats gegen die Bourgeoisie motivieren. Und später merkt er dann, dieser Mythos funktioniert nicht und kämpft dann auf der Seite der Nationalisten und sagt, ja, der Mythos der Nation. Karl Schmidt übrigens ist einer der ersten 1923, der Sorel in Deutschland rezipiert und sagt, ja genau, du musst auf die Nation gehen, weil das motiviert die Leute zum bedingungslosen Kampf. Diese Theorie affirmieren Laclau-Mouffe bedingungslos, schon in dieser Schrift von 1985, obwohl sie weit, weit linker und radikaler noch zu dieser Zeit sind, oder vielleicht auch nicht, obwohl. Radikalisieren aber diesen Punkt und sagen, nicht nur die politisch kämpfenden Kollektive sind durch Mythen hervorgebracht, also durch Schlachtbilder, die zum bedingungslosen Kampf motivierende irrationale Wollungen sind, sondern alle sozialen Identitäten, alle sozialen Gruppen sind nur durch Mythen hervorgebracht. Zitat, also nochmal, die Klassen jetzt als Identitäten existieren nur im Kampf, Zitat, da sich ihre Identität nicht mehr auf einen Prozess der basalen Einheit gründen lässt, also kein Wesen. Oder noch ein anderes Zitat, der entscheidende Punkt ist, und dies macht Sorel zum tiefschürfendsten und originellsten Denker der Zweiten Internationale, dass die Identität der sozialen Akteure selbst unbestimmt wird und dass jegliche mythische Fixierung derselben von einem Kampf abhängt. Das bedeutet, dass Interessen und politische Identitäten nichts anderes mehr sind als irrationale Produkte diskursiver Konstruktion und eines mythischen Glaubens. Und Mythen sind nicht wahr oder unwahr, sondern sie motivieren oder motivieren nicht, sagt Sorel. Das heißt, die gesamte Gesellschaftstheorie ist um ein mythisches Als-ob. Wir tun so, als ob wir was gemeinsam haben, glauben daran und dann kämpfen wir. Herum organisiert. Das lasse ich jetzt mal so. Ein zweiter Punkt, das wäre sozusagen eher der, der sozialtheoretische Punkt. Also es ist ein vollständiger Irrationalismus. Vollständiger geht es gar nicht mehr. Dieser Irrationalismus ist so vollständig, dass ein Hauptvertreter des Diskurses von Laclau-Mouffe, Andreas Hetzel, das Zitat als treffende Beschreibung dieses Ansatzes formuliert, das Politische gründet in seinem je konkreten Vollzug. Da habt ihr was, ne? Das Politische ist das, was man tut und dahinter steckt nichts. Keine Interessen, keine Moral, nur das gegenwärtige Konstruieren. Es kennt darüber hinaus keine transzendentalen Bedingungen oder Möglichkeit, keine ihm selbst vorgängigen Vernunft- oder Rechtsgründe. Das Politische ruht buchstäblich auf nichts. Zitat Ende. Also nur damit es deutlich wird, dass ich mir das nicht ausdenke, diesen Oration. Das wird affirmiert. Ja, das ist jetzt keine Kritik von Ihnen hier. Wesentlich interessanter für die politische Dimension ist aber das, was hier Punkte 2 und 3 sind,
Nämlich, wir haben hier politisch-psychologische Konsequenzen dieses Ansatzes, nämlich eine Verharmlosung, wie ich meine, tatsächlich regressiver, kollektiv-narzisstischer Bedürfnisstrukturen zu neutralen politischen Affekten. Also was ich gerade nur kurz angedeutet habe, was ich in der Diskussion auch gerne nochmal ausführen kann, irrationale, emotionale Bewältigungsversuche gesellschaftlich produzierter Prekarisierung und Ohnmacht werden hier zu einer anthropologischen Grundausstattung des Menschen stilisiert. Und dann haben wir als Linke nur noch die Möglichkeit, sage ich mal ganz unklar, wir als Linke, nur noch die Möglichkeit, alternative Affektmanipulation zu machen. Aber eine Aufklärung durch gute Gründe und ein, sozusagen eine Abkehr von dieser affektbasierten Politik ist vollständig durch die Sozialtheorie ausgeschlossen. Muff glaubt, die nationalistisch gefärbten und projektiven Feinderklärungen, die in diesen Formen der Identifikation stecken, durch den Hinweis auf die Konstruiertheit des Volksbegriffs aushebeln oder zähmen zu können. Ne, also sie sagt ja, ist nur ein Name. Ne? Also für uns ist nur ein Name, wir sind doch anti-essentialistische Sprachtheoretikerin. Auf der anderen Seite will sie aber eine agonistische, politische Emotionalisierung und Dichotomisierung des sozialen Raumes. Das heißt, sie will eine Emotionalisierung des Gegensatzes, wir das Volk gegen die Elite. Das heißt, es bleibt völlig unklar, wie die populistische Verschärfung und die agonistische Entschärfung und wie die populistische Verschärfung und die anti-essentialistische, wir wissen doch, es ist nur alles eine als ob, irgendwie miteinander vereinbar sein sollen. Letztendlich ist es gar nicht vereinbar, sondern diese gesamte Theorie ist eine reine elitäre Massenmanipulationstheorie. Frau Muff und Herr Laclau, die Diskursingenieure, die stehen über den Massen und wissen, ihr könnt gar nicht anders als emotional handeln und affektiv. Und wir bieten euch jetzt bestimmte Worte an, an die ihr eure politische Libido heften könnt. Und wir wissen aber, erstens, es geht nicht anders und zweitens, das ist alles nur ein als ob. Das Volk an sich gibt es nicht. Es gibt kein Wesen hinter dieser Diskussion. Aber ihr müsst euch ordentlich dafür ins Zeug legen. Ich glaube nicht, dass das Menschen tun. Für Dinge, von denen sie genau wissen, sie haben sie sich bloß ausgedacht. Und seien es, dass es viele Leute das bloß ausgedacht haben. Das ist sozusagen das Problem der populistischen Verschärfung und der antagonistischen Entschärfung. Meines Erachtens wird mit diesem Motiv des Linkspopulismus nur den regressiven Bedürfnissen nach autoritären Strukturen zugearbeitet und die bedient, statt dass da irgendetwas entgegengesetzt wird. Das ist sozusagen meine These, das kann man nachher vielleicht nochmal diskutieren. Ein dritter Punkt, den ich... Ein dritter Punkt, der sehr gut dazu passt und der noch bedenklicher ist, ist, dass im Denken bereits in den 70er Jahren bei Ernesto Laclau durchgeht, bis in die letzten Schriften auch von Chantal Mouffe, ihre Kritik, selbst als sie noch ein bisschen kapitalismuskritischer waren, nicht nur neoliberalismuskritisch wie Mouffe wollte, ihre Kritik am Kapitalismus ausschließlich die Form des sogenannten Antikulturalismus an. Das heißt, sie haben nicht nur keine kritische Sozialpsychologie, sondern anthropologisieren diese autoritär-masochistischen Unterwerfungsstrukturen. Sie haben auch keine Kritik der politischen Ökonomie, sondern sie verwechseln Kapitalismuskritik mit Antiplutokratismus. Antiplutokratismus bedeutet, dass man die Herrschaft der Reichen kritisiert, dass man ein Verständnis von Kapitalismus als einer eigentlich guten Sache, die für die Bedürfnisse der Menschen da ist und die Reproduktion materieller Güter sorgt, hat, während die Machenschaften der Reichen sozusagen von diesem Ziel ablenken und für ihre Luxusbedürfnisse und ihre Machtbedürfnisse umbiegen. Deswegen ist es auch nicht zufällig, dass Ernesto Laclau bereits in den 1970er Jahren meint, dass die KPD in der Weimarer Republik, wie er meint, Antikapitalismus der NSDAP leicht zu einem wirklichen Antikapitalismus hätte ausbauen können. Statt zu kritisieren, dass die NSDAP mit ihrem Ressentiment gegen Finanzkapital, Reiche und das Behagen eine vollständig
ja, fetischistische und eben gar keine Kapitalismuskritik formuliert, sondern nur Ressentiment, meint er, das sei sozusagen Kapitalismuskritik auf halbem Weg, die müsse man weiterentwickeln. Also, das ist kein Zufall. In diesem gesamten Diskurs, der an Laclau-Mouffe anknüpft, in diesem Diskurs der radikalen Demokratie, findet man deswegen auch sehr häufig solche Formulierungen wie die von Jody Dean, eine gerade in den USA stark diskutierte Theoretikerin, die von dem Gegensatz der 99% des Rest of Us zu The Rich redet, für deren Financial Enjoyment wir ausgebeutet werden. Also 99% der Rest of Us und dann 1%, und was ist sozusagen, warum werden wir ausgebeutet? Für deren Financial Enjoyment. Also es geht hier nicht um kapitalistische Produktion, um der Produktion willen, Herrschaft des Kapitals über alle Akteure. Nein, es geht um die Luxusbedürfnisse des 1%. Dieser Populismus ist keineswegs, wie Laclau-Mouffe meint, eine bloße Form, in die man jeden beliebigen Inhalt reinstecken kann. Diese Form des Populismus ist, wie der Faschismustheoretiker Zev Sternhell anmerkt, Zitat, eine Variante der Allianz aller Produzierenden gegen die Schmarotzer. Diese Einstellung verwundert nicht, denn so verlief seit Jahrhundertbeginn einer der großen Wanderwege von der Linken zum Faschismus. Und genau auf diesen Wanderweg haben sich Laclau-Mouffe schon längst begeben. Gut, das ist sozusagen der erste Teil gewesen. Ich werde jetzt im zweiten Teil nur einige Stichworte bringen, die zum Rechtspopulismus und zur internationalen Beziehung etwas sagen. Was bedeutet, wie versucht jetzt Chantal Mouffe den Aufstieg des Rechtspopulismus zu erklären? Ich möchte nochmal betonen, und das ist ja keine Banalität, der Rechtspopulismus ist nicht der Hauptgegner von Chantal Mouffe. Der Liberalismus ist der Hauptgegner, der Kosmopolitismus ist der Hauptgegner von Chantal Mouffe. Ja. Nicht der Rechtspopulismus, aber sie versucht, den Rechtspopulismus zu erklären. Wie? Sie sagt, durch die neoliberale Hegemonie und durch die Verwandlung von Politik in Sachzwangverwaltung, durch die liberalen Konsenseliten, werde verhindert, dass es starke Wir-Sie-Konstellationen gibt. Das heißt, die Konsenseliten des Liberalismus sagen, wir sind doch alle Menschen, also kein Wir-Sie. Und wenn ihr vernünftig seid, dann werdet ihr schon einsehen, dass der Neoliberalismus der beste Weg hin zum allgemeinen Wohlstand ist. Oder der Parlamentarismus zum allgemeinen Wohl. Dadurch, dass es keine starken Wir-Sie-Unterscheidungen gibt, wird dieser von Mouffe ja als natürlich und anthropologisch angenommene, dieses Bedürfnis, sich mit der Masse zu verschmelzen und im Gegensatz zu einem Sie, einem Wir zuzuordnen, verhindert. Also wir haben sozusagen einen Dampfkessel, in dem der Dampf der politischen Libido, der eben zur menschlichen Natur gehört, immer weiter hochgekocht wird und es fehlt das Ventil der Wir-Sie-Unterscheidung, wo dieser Dampf entweichen kann. Und wie kann dieser Dampf entweichen und was ist der Erfolg des Rechtspopulismus? Zitat, die Rechtsparteien hatten immer dann Zulauf, wenn zwischen den traditionellen demokratischen Parteien keine deutlichen Unterschiede mehr erkennbar waren. Zitat Ende. Also die Rechtspopulisten sind einfach das Ventil, aus dem der Dampf entweichen kann. Und die Linken haben versäumt, ein Ventil auf diesen Kessel zu schrauben, damit der Dampf in ihre Richtung entweichen kann. Und sie eine starke Wir-Sie-Unterscheidung machen können, die affektiv aufgeladen ist. Na, also der Rechtspopulismus ist Ventil für politische Affekte angesichts des liberalen Parteieneinheitsbereichs. Sie spricht von einer generellen Anziehungskraft kollektiver Form der Identifikation mit dem Volk. Gut, ich müsste jetzt mehrere Sachen kritisieren. Ich würde nur zwei Punkte erwähnen. Sie spricht 2007 in ihrem Buch über das Politische von der FPÖ und sagt, nach 50 Jahren großer Koalition baut die FPÖ genauso ein starkes wie sie auf. Der ehrliche Österreicher, das einfache Volk, der kleine Mann gegen die korrupten Eliten, die dann wie auch immer besetzt werden. Man könnte sich jetzt die Frage stellen, warum denn nach 50 Jahren? Also wenn das so anthropologisch begründet ist, warum nicht nach 5 Jahren, nach 10 Jahren, nach 15 Jahren und so weiter, warum nach 50 Jahren großer Koalition erst diese radikale populistische Wende? Diese Frage, die erstmal banal klingt,
zeigt eine ganz zentrale Schwäche dieses Dampfkessel- und Ventilmodells, die auf die gesellschaftstheoretischen, auf den gesellschaftstheoretischen Irrationalismus von Mouffe verweist. Mouffe muss es unerklärlich bleiben, dass Menschen mit einer Konsenspolitik aus inhaltlichen ökonomischen Gründen einfach zufrieden sein. Das muss ja unerfindlich sein, weil ja nicht irgendwelche rationalen Gründe Menschen motivieren, sondern das Bedürfnis, mit der Masse zu verschmelzen, ein Wir zu konstituieren und gegen ein Sie anzugehen. Das heißt, sozusagen, sie kann sich das nur so erklären, naja, das ist eben anthropologisch und dass Leute zufrieden sein können und dass Leute ihr politontologisches Modell, dass Konflikt an sich gut ist und unvermeidlich ist, dass die das nicht teilen können, kann sie sich gar nicht vorstellen. Deswegen kommt sie mit dem simplen Dampfkessel- und Ventilmodell daher, um den Rechtspopulismus zu erklären. Was übrigens auffällt, ist, dass sie in ihrer Auseinandersetzung mit der FPÖ an keiner einzigen Stelle sie sich mit den inhaltlichen Ideologemen der FPÖ auseinandersetzt. Mit Führerkult, mit charismatischem Führerkult in Bezug auf Haider und ähnliche Punkte, weil sie diese Positionen alle mehr oder weniger teilt. Das ist zwar nur ein Name der Führer, aber es ist gut, wenn die Leute ihr Bedürfnisse an den Führer heften. Also eine inhaltliche Auseinandersetzung mit rechten Ideologien findet sich an keiner Stelle des Werkes von Chantal Mouffe, ist mir zumindest nicht bekannt. Das Einzige, was sie inhaltlich kritisiert, ist immer der Neoliberalismus. Das ist sozusagen der einzig inhaltlich irgendwie noch fassbare Gegner und dann natürlich der Hauptgegner Liberalismus. Man könnte auch noch erwähnen, dass Kritiken an einem mehr oder weniger einheitlichen Parteiensystem keineswegs immer populistisch sein müssen. Also nehmen wir mal die Grünen in den 1980er Jahren. Ich würde nicht behaupten, dass die einen klassischen Populismus gemacht haben. Aber gut, das sind nur einige Stichpunkte zu dieser Form der Kritik. Sehr erhellend ist es auch, wie Mouffe die liberale Reaktion auf den Rechtspopulismus kritisiert. Sie spricht hier von einer moralistischen Reaktion auf den Aufstieg des Rechtspopulismus und einer Dämonisierung. Zitat, das ist eine typisch liberale Taschenspielerei, eine moralische Gegnerschaft gegen böse Rechtsextremisten, Zitat Ende. Sie spricht von, Zitat, perversen Mechanismen einer militanten Presse und einer unglaublichen Dämonisierungskampagne gegen die FPÖ. Interessant ist diese Kritik des Moralismus, weil auch diese Kritik zu 100% ohne jede kritische Distanzierung von dem Theoretiker Carl Schmitt aus seinem Begriff des Politischen von 1932 übernommen wurde. Ich werde das gleich auf internationaler Ebene noch mal kurz ausführen. Mouffe kann sich moralische Kritik nur so vorstellen, dass der Gegner dämonisiert wird. Und Dämonisierung bedeutet, dass sich ein moralisch falsches oder schlechtes oder böses Handeln auf ein unverfügbares Wesen dieses moralisch böse handelnden Menschen reduzieren. Das ist eine Dämonisierung. Das heißt, jemand ist böse, weil er einfach nur böse ist, weil er ein böses Wesen hat. Und sie kann sich moralische Kritik nicht so vorstellen, dass ich ein Handeln kritisiere und sage, dass derjenige, den ich kritisiere moralisch, der ist ansprechbar für moralische Argumente oder für Argumente anderer Art. Nein, sie stellt sich Moralisierung nur als Dämonisierung. Das ist ein Problem. Ein zweites Problem ist, dass sie sagt, die Konsequenz der Moralisierung von Politik sei die Konstruktion eines absoluten Feindes. Der absolute Feind ist auch ein Begriff von Schmitt. Der absolute Feind bedeutet ein Feind, mit dem keine Diskussion mehr möglich ist, den man nur noch vernichten kann. Und das ist ja auch konsequent. Wenn ich jemanden dämonisiere und sage, du bist einfach nur böse, ja, du bist wie Alien, ja, das nur fressen will oder was auch immer, das ist vielleicht noch nicht mal böse, ist nur schlecht, aber egal. Du kannst nichts anderes tun. Ja, mit Alien können wir nicht in einen herrschaftsfreien Diskurs eintreten. Alien müssen wir töten. Wenn ich das jetzt mal übertrage und dann auch noch mit moralischen Kriterien, du bist einfach nur moralisch böse, dann ist natürlich die einzige Möglichkeit, ja, dich muss man unschädlich machen. Wie sie meint, vernichten. Um das noch auf den Punkt zu bringen, sämtliche dieser Kritiken am liberalen Moralismus sind Thesen aus dem Arsenal des Rechtspopulismus, die Mouffe übernimmt. Ich glaube, da muss ich gar nicht viele Beispiele bringen. Die Rechtspopulisten sind es, die moralisieren und manichäische
moralisierende Konstruktionen konstruieren, in denen die Eliten als korrupt, käuflich, gierig, skrupellos und heuchlerisch denunziert werden. Also, und die wollen eben nur ihr Financial Enjoyment. Die sind diejenigen, die moralisieren, und diejenigen sind die, die dämonisieren. Dagegen stehen die Feinde des, das sind die Feinde des Volkes, die dem Volk Böses antun wollen. Ja? Und die sind degenerierte oder dekadente Elemente. Das heißt, es ist ein sehr projektiver Vorgang, wenn Muff hier diese Form der Kritik den Liberalen unterstellt. Nein, das ist genau die Form der Moralisierung der Politik, die Rechtspopulisten betreiben und die Muff jetzt nun auf die Liberalen projiziert. Ein zweiter Punkt, die These, dass die Rechtspopulisten Opfer einer Dämonisierungskampagne werden, ist zunächst einmal genau die Verteidigungsstrategie der Rechtspopulisten selbst. Die dann sagen, also die auf der einen Seite von linksversifften Milieu sprechen und Gewalt ausüben und zu Gewalt aufrufen und auf der anderen Seite sagen so, oh, ihr gefährdet unsere Meinungsfreiheit, wenn man sie kritisiert. Also auch das ist genau dieser Mechanismus aus dem Arsenal des Rechtspopulismus. Hier könnte man an dieser Stelle vertreten, es wird immer undeutlicher, wo eigentlich der Unterschied zwischen Links- und Rechtspopulismus sein soll. Ich muss zugeben, mir ist dieser Unterschied mit Ausnahme dieses einen Motivs Kampf gegen den Neoliberalismus, was auf der rechten Seite in der Regel nicht gemacht wird, eigentlich nicht klar. Ich würde behaupten, der Linkspopulismus ist ein Rechtspopulismus auf dieser Ebene. Ich kann da keinen Unterschied erkennen. So, ich komme jetzt zum Schluss, noch 5 Minuten, und dann hoffe ich auf eine lebhafte Diskussion. Aber das möchte ich euch nicht vorenthalten, nämlich dieses gesamte Modell, das Muff auf die binnengesellschaftliche Perspektive anwendet, also dieses affektive Modell, das Modell der Umarbeitung von Antagonismen in Agonismen und dieses Dampfkessel- und Ventilmodell wird nun jetzt auf die internationale Ebene überführt. Sie spricht ja der Untertitel ihres Buches über das Politische heißt wieder die kosmopolitische Illusion. Also das ist ja eine klare Ansage. International ist der Liberalismus ein Kosmopolitismus. Was ist jetzt nun der Ausgangspunkt? International haben wir spätestens seit dem Ende des Ost-West-Konfliktes, sagt sie, die gleiche Konstellation wie binnengesellschaftlich im Westen. Wir haben sozusagen nur noch eine Einheitspartei und wir haben letztendlich eine Hypermacht, wie sie sich ausdrückt, und das ist die USA. Die USA ist sozusagen die alles beherrschende, weltbeherrschende Macht. Und diese USA versucht, genauso wie die Liberalen die Innenpolitik moralisieren wollen, die Außenpolitik zu moralisieren. Sie stützt sich dabei auf die universalistische Idee eines gerechten Krieges im Namen der Menschheit. Das ist erstmal die Diagnose. Diese Moralisierung der Außenpolitik kritisiert sie wiederum mit Thesen, die von Carl Schmitt stammen, aus seinem Begriff des Politischen von 1932. Und die Grundthese dieser Kritik ist die, dass wer Kriege im Namen der Menschheit führt, lediglich eine Verschleierung der eigenen imperialistischen partikularen Ziele betreibt. Also wer universalistisch im Namen aller Menschen, der Menschenrechte aller Menschen agiert, das ist nur eine Verschleierung eigener partikularer imperialistischer Ziele. Da nicken dann immer gleich viele Linke, weil sie diese Form der Kritik natürlich kennen. Aber die Idee ist, es gibt gar keinen Universalismus. Der Universalismus ist immer nur ein verschleierter Partikularismus. Das heißt, jeder, der Menschheit sagt, will betrügen, sagt Schmitt. Wer Menschheit sagt, will betrügen. Das bedeutet, es gibt gar keine Menschheit auf der Ebene moralischer Normen, sondern es gibt nur partikulare Einheiten, in deren Namen man Kriege führen kann. Das ist also keine Kritik an einer heuchlerischen Form der Moralisierung der Politik, sondern eine Aufforderung der Entmoralisierung von Politik zugunsten des selbstbewussten Eintretens für partikulare, in Klammern nationale, völkische oder größere Großraumblöcke Einheiten. Das ist die erste These. Die zweite These ist die, wer Krieg führt im Namen, gerechte Kriege führen will im Namen der Menschheit, diese Kriege führen zur Entmenschlichung des Feindes. Weil, so die These von Schmitt-Muff, diejenige ist, dass ich jetzt nun einen absoluten Feind konstruiere. Wer Feind der Menschheit ist, ist ja Unmensch. Wer Unmensch ist,
ist zur Vernichtung preisgegeben. Das ist das ganze Argument. Man stellt sich erstens die Frage, von welcher moralischen Position aus jetzt Laclau, Muff und Schmidt diese Kritik formulieren, weil wenn es doch keine Menschheit im normativen Sinne gibt, dann ist ja auch nichts Schlimmes dabei, wenn ich Slaven umbringe. Die gehören ja nicht zur Menschheit. Also wo ist dann das Problem? Also da haben wir einen immanenten Selbstwiderspruch. Die benutzen genau den normativen Universalismus, den sie als Realität leugnen, aber das ist nur ein Nebenschauplatz. Viel wichtiger ist, dass natürlich diese These hanebüchen ist. Weil nicht die universalistischen, die Kriege, die im Namen des menschenrechtlichen Universalismus geführt wurden, die nämlich eine gewaltlimitierende Funktion durchaus haben können. Zumindest hat man dann einen immanenten Kritikmaßstab, wenn nicht noch mehr, sondern genau diejenigen Einheiten, die eine Totaldenunziation des moralischen Universalismus praktiziert haben, nämlich die Nationalsozialisten, deren Kriege haben zu einer Gewaltenthemmung und zur totalen Vernichtung geführt. Also das ist auch wieder eine grandiose Projektionsleistung des Nationalsozialisten Karl Schmidt. Und da könnte man sagen, okay, ne, der Typ ist halt ein autoritärer Charakter, der kann nur projizieren. Aber warum nimmt eine linkspopulistische Theoretikerin, die für sich beansprucht, also eben etwas Emanzipatorisches zu machen, diese Position ohne jegliche kritische Distanz im Jahr 2007 auf? Und übrigens nicht nur sie. Das ist schon erstaunlich. Gut, ein letzter Punkt, der ist noch wichtig, nämlich diese unipolare Weltordnung, die Hegemonie einer einzigen Hypermacht der USA und ihrer moralischen Delegitimierung anderer Lebensweisen, sagt Muff, die führt jetzt nun zum vor allen Dingen islamistischen Terror. Also der Terror ist ja hauptsächlich auf die Frage des islamistischen Terrors bezogen. Das heißt, wir haben hier wieder Dampfkessel und Ventil. Sie sagt, nochmal ein Zitat, unbestreitbar floriert der Terror oft dann, wenn es keine legitimen politischen Kanäle für den Ausdruck von Unzufriedenheit gibt. Also islamistischer Terror, wir alle kennen diese Erklärungsweise von Kulturzeit über politikwissenschaftlichen Symposien bis hin, was auch immer, zur Linkspartei, die ja auch einen Dialog mit dem politischen Islam gerne führt. All diese Akteure benutzen dieses Modell, der islamistische Terror ist eine bloße Reaktion auf die Zerstörung nicht-westlicher Kulturen und Lebensformen, wie Muff sich ausdrückt, durch die Ausweitung des westlichen Modells. Also die reagieren nur. Die sind sozusagen Lurche, die keine eigene Ideologie, keine eigenen Ansprüche, keine eigenen Psychostrukturen haben, keine eigene Geschichte vor allen Dingen haben. Die reagieren nur auf die Zerstörung ihrer Kultur. Ich zitiere nochmal Muff. Was ist die Reaktion von Muff darauf? Es ist höchste Zeit, aus dem Traum von der Verwestlichung aufzuwachen und die forcierte Universalisierung des westlichen Modells als ihr Weg zu Frieden und Wohlstand zu enttarnen, der zu immer blutigeren Reaktionen jener führt, deren Kulturen und Lebensformen in diesem Prozess zerstört werden. Zitat. Man könnte jetzt schon mal Kritik üben an dem Begriff des westlichen Modells, ja, in dem zum Beispiel ein Sozialismus gehört ja auch zum westlichen Modell. Und es gibt ja eine sozialistische Kritik an einer kapitalistischen Globalisierung. Das wird hier mit diesem Begriff der Universalisierung des westlichen Modells vollständig in eins geworfen. Da kann ich nur sagen, also was soll das genau bedeuten? Also, da müsste sie mal klarer oder genauer werden. Aber sie will auf was ganz anderes hinaus, sie will auf einen quasi ethnopluralistischen Kulturrelativismus hinaus. Sie sagt nämlich, und das ist ihre Idee, die sie wieder von Karl Schmidt übernimmt, nämlich aus seinem Buch von 1939, Völkerrechtliche Großraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte. Dieses Modell ist das Modell, das sie jetzt auf die Weltsituation anwenden will. Sie will nämlich statt einer unipolaren US-geführten Weltordnung eine multipolare Großraumordnung haben. Also euroasiatischer Block, afrikanischer Block, asiatischer Block, was auch immer, je nachdem, das kann man inhaltlich füllen. Hauptsache, es gibt Blöcke, die den USA entgegenstehen. In diesen Großräumen sollen jeweils kulturspezifische Formen von Demokratie, sie spricht von einheimischer Demokratie,
und echtem Pluralismus herrschen. Das bedeutet, dass sie die These vertritt, dass parlamentarische Demokratie oder liberale westliche Demokratie nur eine Form der Demokratie ist. Es gibt genauso gut einheimische Modelle von Demokratie. Das bleibt relativ diffus, aber es ist ganz klar, dass hier sozusagen eine Relativierung des Demokratiebegriffs bis zur Unkenntlichkeit stattfindet, die, und ich sage es eigentlich immer wieder, wiederum von Carl Schmitt, nämlich 1923 in die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus praktiziert wurde. Der hat nämlich von einer faschistischen Demokratie gesprochen. Oder es gibt eine islamische Demokratie, es gibt islamische Menschenrechte. Die sehen dann so aus, Freiheit und Gleichheit und Unversehrtheit eines jeden Menschen sind garantiert, soweit sie nicht den Bestimmungen der Scharia widersprechen. Kairoer Erklärung der Menschenrechte. Das wäre eine Form von einheimischer Demokratie und einheimischer menschenrechtlicher Ordnung. Gut, diese Position ist eine, wie ich sage, relativ ethnopluralistische Position, weil Muff nämlich nicht die These vertritt, wie die klassischen rechten Ethnopluralisten, dass Musliminnen und Muslime, die hier aus, irgendwie eingewandert sind aus diesen Ländern, dass diese zurück sollen in die Länder. Das ist nicht ihre These. Also die sollen sozusagen nicht zurück in ihren Kulturraum. Aber sie vertritt die These, in unserem Kulturraum gilt diese Form der Demokratie und in ihrem Kulturraum jene Form der Demokratie. Und wir wissen ja, Demokratie ist ein sehr weit verwendbarer und sehr diffuser Begriff in diesem Kontext. Also an die Stelle der unipolaren Weltordnung, beherrscht durch die USA, tritt ein quasi ethnopluralistischer Kulturrelativismus. Böse gesagt, Frau Muff muss sich ja auch keine Sorgen darüber machen, hier gesteinigt zu werden, aus der Öffentlichkeit entfernt zu werden oder von der Uni entfernt zu werden, wenn sie solche Thesen vertritt. In anderen Formen der einheimischen Demokratie sehe das wahrscheinlich ganz anders aus und sieht es wahrscheinlich ganz anders aus. Gut, was ein letzter Punkt, der hier noch eine Rolle spielt, ja, das ist immer ein letzter Punkt, Ihre These ist nun die, dass eine multipolare Weltordnung, ich sage in der Diskussion, wenn da Nachfragen sind, nochmal gerne was zu meiner These, dass sie den islamistischen Terror falsch erklärt oder gar nicht erklärt. Ja. Das ist eigentlich mir ein sehr wichtiges Anliegen, weil wie gesagt, das ist ja nicht nur eine Spezialspintisiererei von Muff, sondern das ist eine so weit verbreitete These, dass die Menschen nur verzweifelt seien, ja, und deswegen zum Terror greifen, das ist sozusagen fast schon in der Linken und darüber hinaus hegemonial ist. Deswegen kann man das vielleicht dann nochmal diskutieren. Aber um hier beim Punkt zu bleiben. Was ist jetzt die Alternative? Ich sagte, die Alternative ist eine kulturrelativistische Großraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte. Sie benutzt diese Begrifflichkeiten in dieser Form nicht, aber es ist genau dieses Modell. Es ist eine multipolare Weltordnung. Und die multipolare Weltordnung, sagt sie, kann eben statt einer antagonistischen, auf Terror und Krieg hinauslaufenden, eine agonistische, also internationale, friedliche Ordnung hervorbringen. Das heißt, sie stellt sich das so vor, dass man beispielsweise mit einem radikalen politischen Islam, der einen bestimmten Großraum okkupiert hat, dass man mit dem auf internationaler Ebene eine agonale, also nicht Konflikt, nicht auf Krieg hinauslaufende Ordnung hinkriegen kann. Das wäre sozusagen der Punkt. Auch da möchte ich meine Bedenken anmelden und möchte darauf hinweisen, dass ein radikaler politischer Islam das Ziel der Weltherrschaft hat. Genauso wie der Nationalsozialismus das Ziel der Weltherrschaft hat. So dass die Idee, nehmen wir jetzt mal nicht den Islam, sondern nehmen wir mal den Nationalsozialismus und die Achsenmächte, die Idee, wenn Frau Muff in den Anfang der 40er Jahre geschrieben hätte, wäre gewesen, naja, wir dürfen eben nicht das westliche Modell auf diesen euroasiatischen Großraum übertragen und dann haben wir Frieden. Ich meine, ich glaube, es leuchtet von selbst ein, dass sozusagen hier eine ganz starre Anwendung ihres Modells stattfindet, ohne die Ideologien, die jeweils handlungsleitend sind für die einzelnen Großräume, irgendwie noch in Betracht gezogen werden. Also die vollständige Ausblendung der Ideologien der Großräume und der Großmächte und der jeweiligen politischen Akteure, das findet man immer wieder in diesem Kontext. Gut, warum ist das Ganze jetzt also eine Querfront? Nochmal zum Schluss. Wir haben eine Querfront auf einer theoretischen, basalen, gesellschaftstheoretischen Ebene, weil
die gesamte Beschreibung gesellschaftlicher Verhältnisse auf irrationalistischen Kategorien beruht, auf der Verweigerung einer ökonomischen oder ökonomiekritischen Theorie, auf der Verweigerung einer kritisch-sozialpsychologischen Dechiffrierung kollektiver Affektstrukturen und auf einer vollständigen Setzung und eben nicht mehr Erklärung dieser irrationalen Verhaltensweisen. Wir haben eine ähnliche Idee in faschistischen Positionen, wir haben eine Ontologisierung des Krieges und des Konflikts, wir haben die Idee auf faschistischer Ebene, dass das demokratische Gefühl oder das nationale Gefühl die Grundlage der Basis von Kollektiven ist und eine Ablehnung von rationalistischen, sei es ökonomischen oder ethischen, liberalen Modellen. Wir haben vor allen Dingen auf beiden Seiten, auf der Seite des der Rechten und auf der Seite des Linkspopulismus von Laclamouf, die Idee von Politik als Verheißung regressiver, autoritär-masochistischer Triebbefriedigung durch den Hass auf den Westen. Und das heißt hier vor allen Dingen den individualistischen Rationalismus und international die USA und man muss natürlich auch noch sagen Israel, das jetzt hier keine Rolle spielt in diesem Buch von Mouf. Das wird auch in dieser Diskussion als letzter Satz jetzt ganz offen so proklamiert. Das ist nicht etwas, was sozusagen denen entgangen wäre, den Anhängern von Laclamouf. Banu Bagu, die gerade eine Gastwissenschaftlerin in Oldenburg im Jaspershaus ist, die spricht in ihrem apologetischen Artikel über den Left-Schmittianism von einer, Zitat, productive convergence of the far right and the far left. Besser kann man eigentlich ausdrücken, dass die Theorie von Laclau und Mouf nicht nur gar nichts erklärt, sondern auch politisch Teil des Problems der autoritären Barbarei ist und nicht Teil der Lösung dieses Problems. So, und jetzt bin ich dran. Vielen Dank.